Das BMW Motorrad Vision Next 100 verkörpert das BMW Group Verständnis für das Motorradfahren in einer voll digitalen und voll vernetzten Zukunft. Mit diesem Motorrad werden wir ein maximales analoges Erlebnis schaffen. Deswegen nennen wir das Motorrad auch The Great Escape. The Great Escape bedeutet, ich kann mich aus dem digitalen Alltag voll herausnehmen und kann, wenn ich auf das Motorrad steige, das maximale analoge Erlebnis haben. Motorradfahren ist voll analog. Wenn ich ein paar Zentimeter über dem Asphalt hinweggleite, dann habe ich das maximale Baucherlebnis. Obwohl das Design natürlich sehr, sehr futuristisch aussieht, erkennt man auf den ersten Blick, dass es eine BMW ist. Wir haben die typischen Ikonen eines BMW-Motorrads extrapoliert und einfach weitergeschrieben. Zum einen die typische dreieckige Form, die man auch von der alten R32 kennt oder von anderen Fahrzeugen. Dann haben wir noch natürlich diese Skulptur eines Boxermotors, der hier natürlich sehr mechanoid dasteht. Das ist auch ganz bewusst gewollt, diese Mechanik als Luxus der Zukunft. Und zusätzlich, was natürlich sehr markant ist, ist die Farbgebung. Das ist ein schwarzes Motorrad mit Interpretation von weißen Linien, so wie man es von den alten BMWs kennt. Also wir zitieren die letzten 100 Jahre und schreiben das fort in die nächsten 100 Jahre. Unser Motorrad stellt die perfekte Synthese dar zwischen analoger Mechanik und künstlicher Intelligenz. Diese intelligente Kombination macht es möglich, dass sowohl der Anfänger sehr, sehr sicher unterwegs ist, gleichzeitig aber auch der Profi und der Könner sein Erlebnis nochmal steigern kann bis zu den physikalischen Grenzen. Die technischen Highlights sind vor allem die intelligente Vernetzung zwischen Fahrer, Motorrad und Umwelt. Durch diese Vernetzung schaffen wir es, dass wir kritische Situationen vorhersehen können. Wir kennen zum Beispiel, wir sehen den Ölfleck, der hinter der Kurve lauert, den wissen wir vorher schon. Und das Motorrad kann dementsprechend eingreifen mit intelligenten Fahrerassistenzsystemen. Ein weiteres technisches Highlight des Motorrads ist das Self-Balancing-System. Dadurch können wir viele Situationen für Anfänger einfacher machen. Es regelt die Schräglage des Anfängers und gleichzeitig erweitert es die Fahrdynamik für einen Könner. Und diese perfekte Einheit aus Mensch und Maschine hebt das Fahrerlebnis nochmal auf ein neues Niveau. Wir glauben, dass wir in Zukunft fürs Motorradfahren keinen Helm mehr brauchen. Diese intelligente Vernetzung Mensch-Maschine-Umwelt erlaubt uns dies. Gleichzeitig brauchen wir natürlich ein bisschen Wind- und Wetterschutz. Der Visor ist eine modische Brille, der immer nur die jeweils relevante Information einspiegelt und nicht mehr. Deswegen finden wir auch am Fahrzeug keine Instrumentierung mehr. Unsere Motorradbekleidung ist in erster Linie ein modisches Statement. Also es geht nicht so sehr um Schutzkleidung, sondern es geht um, wie fühle ich mich wohl, wie kann ich den Wind und das Wetter spüren. Die Motorradbekleidung ist natürlich auch intelligent, das heißt, die ist natürlich vernetzt. Die kann im Zweifelsfall leuchten, die kann vibrieren, die hat eingebaute Luftpolster. Das heißt, wir befreien auch den Kopf des Fahrers, nicht nur dadurch, dass wir keinen Helm mehr haben, sondern auch insgesamt, weil die Schutzbekleidung eher ein modisches Statement ist als eine Schutzbekleidung. Wenn ich dann in 30 Jahren auf dieses Motorrad steigen werde, dann werde ich sicherlich das tun mit sehr leichter Bekleidung. Das heißt, ich werde die Elemente spüren, ich werde den Wind spüren, ich werde wenige Zentimeter über dem Asphalt hinbrausen, mit dem Bewusstsein, dass mir eigentlich nichts passieren kann. Das ist eigentlich super, das wird richtig Spaß machen. So, our vision vehicle stands what we call for the great escape.
The meaning is, if we imagine in a future world where the cars are running autonomously and everything is digitized, everything is with artificial intelligence, we think this motorbiking is one of the big analog experiences in the future. This bike points very much in the future. You can very clearly see it's a typical BMW motorbike. And this is mostly because we took the typical icons of a BMW motorbike and subscribed it into the future, basically. So first of all, it's this typical triangular shape of the bike, which you might find also on an old R32 from the 20s. Secondly, the very typical icon of the boxer engine, the flat twin. This is the typical style icon of BMW motorbikes, always has been. Of course, in the future, this will be definitely an emission-free engine. But to us, it's very important that we have these mechanoid sculptures in the bike. This is very important also for motorbike riders. They want to see this mechanics as a luxury of the future. We typically find here this black color, which we know from all the BMWs from the past, in combination with white lines. Also very iconic. You know it from the last 100 years from BMW motorbikes, and we want to subscribe this in the next 100 years. The big highlight of this bike is the intelligent connection between the human, the machine, and the environment. And this enables all kind of riders to get the maximum experience out of the bike. Like the novice, for example, it will be supported by the bike, by safety and by support functions. On the other hand, for the experienced rider, for the professional rider, he can also go to the limit, and the bike knows exactly where the physical limit is, so he can go even beyond his personal limit. So that makes it very interesting and makes a new experience to all kind of riders. So we assume in the future we won't have a helmet anymore. We have smart glasses, we call it the visor. The visor, first of all, of course, it's a wind and weather protection. On the other hand, it gives the rider information if he needs information or he wants to have information. Apart from this, we reduced all displays of the bike. There is nothing to be seen. It's reduced to the max. And if you need information, you will find it on your visor. A very important fact is the rider gear. We assume in the future this rider gear will mostly be a fashion statement. Because the bike itself is so intelligent, you won't have to fear any danger. Of course, you need a little bit of wind and weather protection, but foremost, it's you should feel like free, you should feel like comfortable. And this will also free your head. This is why we don't want to have a helmet. The gear is also smart gear. We call it smart gear, it's intelligent. It can interact with the human, it can interact with the bike, and of course it can interact with the environment. So it knows the pulse rate, it knows it can vibrate, it can be enlightened, for example. So there is many options you can do with the rider gear in the future. Like in 30 years when I step on this Vision bike, I think I will have lots of fun, because it's a very analog experience on the one hand. On the other hand, I know that I can do whatever I want. If I overexceed, the bike will bring it back to normality. I will have a perfect experience and a perfect day.